Hi Leute, ich wollte noch mal ein kleines Update machen zu dem Unfallvideo, wo ich mal gemacht habe. Den Link wollte ich noch mal drunter posten, könnt ihr einfach noch nachschauen. Oder hier einblenden lassen. Und zwar ist jetzt, ich weiß es nicht, 2-3 Wochen her. Auf jeden Fall vor ein paar Tagen, vor 4-5 Tagen war ich dann unterwegs, bin vorher ein bisschen gelaufen. Und Wunde heilt eigentlich ganz gut. Nur die hat immer so ein bisschen gesifft, kein Blut ist rausgekommen, sondern es ist einfach so ein bisschen ja, Flüssigkeit rausgekommen. War aber ziemlich klar. Und also kein Eiter oder so, war nicht. Ja. Und ich dachte schon immer, warum siften ist immer so? Weil eigentlich hat sich's gut angefühlt, der Schmerz war eigentlich völlig weg. Und also Schmerz hatte ich eh nie so wirklich. Auch am Anfang, wo der Unfall passiert ist, hatte ich kaum Schmerzen. Also ich habe das zwar alles mitbekommen und gespürt und so, aber es war jetzt kein. Ja, ich konnte es einfach beobachten und es war nicht unangenehm. Also war nicht das Angenehmste, aber es war im Vergleich zu sonst, wenn ich mich geschnitten hätte oder irgendwas. Ich habe allgemein gemerkt, dass die Wundheilung ganz anders, viel besser abläuft und viel schneller. Und Arnold Ehret schreibt es zum Beispiel auch. Er hat ja einen Test gemacht, nachdem er sich dann 2 Jahre von wirklich strenger Obstkost ernährt hat. Hat er sich mit Absicht einen Schnitt zugefügt. Und der Schnitt, es hat kurz geblutet. Es ist aber sofort wieder verschlossen. Die Blutung hat sehr schnell gestoppt. Und es ist innerhalb von 1-2 Tagen geheilt gewesen. Und als er dasselbe dann gemacht hat, hat er als Experiment, ist er wieder zurück zu einer vegetarischen Kost und hat denselben Schnitt gemacht und hat länger gedauert, bis es Blut stoppt, es hat ganz leicht geeitert und es hat einfach ein paar Tage länger gedauert, bis es geheilt hat. Und den Versuch hat er dann auch nochmal mit Alkohol gemacht und mit Rauchen, glaube ich, und mit einer Schleimkost einfach. Und da wurde es dann halt noch schlimmer, es hat dann richtig geeitert und hat eine Woche oder so gedauert. Und ja. Und ich habe einfach auch festgestellt bei der Wunde, dass es hat so gut geheilt dafür, wenn man bedenkt, wie tief das ist. Klar, es ist immer eine subjektive Meinung, aber man merkt ja, wie man Wunden vorher hatte und wie die geheilt haben. Und es funktioniert einfach so besser, der Schmerz ist nicht so da. Die Leute haben alle gemeint, ich soll ins Krankenhaus. Und selbst wo sie es danach 2 Wochen noch gesehen haben, es war immer noch relativ groß. Und dadurch, dass es gesifft hat, hat es erst ein bisschen komisch ausgeschaut. Aber das war eben nur, dieses Siffen war dann eben nur, weil ich war dann eben unterwegs und dann vorher ein bisschen gelaufen und dann kam so ein kleines Stückchen Holz da raus, 1 Zentimeter lang, ich habe es gemessen. Und das war eben noch in der Wunde, das hat es dann rausgesifft. 2 Tage später kam dann nochmal ein kleines Holzstück raus, so die Spitze von diesem anderen Holzstück. Auch nochmal 1 Zentimeter lang, also da waren 2 Zentimeter Stück Holz im Bein und das hat es einfach rausgesifft. Und die Wunde ist jetzt... Ja, 2-3 Wochen alt oder ein bisschen länger als 3 Wochen, ich weiß jetzt nicht genau. Aber für so eine tiefe Wunde und dafür, dass ein 2 cm Holzstück gar keine Schmerzen, ich kann laufen, ich kann springen, ich kann alles machen. Und ja, klar, ist immer sehr subjektiv diese Meinung mit diesen Wundheilungen und so, aber wenn man es selber sich so ernährt und nach einer Zeit, man merkt es einfach, man muss es eben ausprobieren. Und ja, lest euch mal das Buch von Arnold Ehret durch. Wichtigste Buch überhaupt, oder Galina Shatalova, Heilkräftige Ernährung. Lest euch die 2 Bücher durch, halte ich so für die wichtigsten Bücher, oder das waren zumindest die Bücher, die mir auf meinem Weg geholfen haben und die mich einfach in wirklich eine Richtung gebracht haben, wo du alles heilen kannst. Und ja, und jetzt kann ich völlig normal wieder laufen, alles ist ganz easy. Anders. Hier sieht man, wie es zurückgegangen ist. Zack, zack. Ich knippel da immer ein bisschen dran rum, ist ein bisschen doof. Aber irgendwie ist das noch so ein bisschen. Ja, und das ist eben die Wunde. Hier sieht man, es ging bis hierhin, die Wunde. So lang war sie. Vor 2-3 Wochen am Anfang. Und hier oben ging es auch noch mal ein Stück weiter. Ja.
Und für so eine Wunde mit einem 2 cm Holzstück drinnen ist es dann doch sehr schnell und sehr gut geheilt. Ja. Der zweite Punkt, den ich noch sagen wollte bei der Verletzung, was ich eben gemerkt habe. Am Anfang konnte ich dann erstmal nicht laufen, habe dann Krücken genommen, weil durch das Auftreten hatte man am Anfang geschmerzt. Und immer wenn ich den Fuß unten hatte, ist so viel Blut reingeflossen. Aber eigentlich hat es, denke ich, nur die Heilung beschleunigt. Auch jetzt, umso mehr ich mich bewege, umso schneller ging die Wunde jetzt einfach weg. Da konnte man fast bei zuschauen. Ich weiß nicht, habe ich noch nie erlebt, so eine Wundheilung. Aber was ein anderer Punkt, den ich zum Beispiel noch festgestellt habe, ist einfach, nach dem Unfall konnte ich mich einfach nicht mehr bewegen, habe keinen Sport mehr. Vorher habe ich immer, ja, kommt drauf an, so 3-4 Stunden am Tag mindestens mich bewegt. Also ich mache früh immer eine Stunde Yoga, dann fahre ich meistens mit dem Rad irgendwo hin, dann mache ich so ein bisschen Krafttraining und Inline oder so. Oder wenn ich Inliner-Workshops gebe, ich auch noch an Schulen. Und da bin ich manchmal 6 Stunden oder so auf Skates, von früh bis 8, von 8 bis um 1 oder bis um 3 Uhr am Stück, ohne was zu essen, ein paar Schlücke trinken. Und danach habe ich meist mehr Energie als vorher. Danach kann ich besser Handstand, Kraftübungen machen, als wenn ich einen ganzen Tag nichts gemacht hätte und nichts gegessen hätte. und was gegessen hätte. Und ja. Und mit Abnehmen, Zunehmen, Kalorien, dazu wollte ich jetzt nur mal sagen, ich hatte in dieser Zeit nach dem Unfall habe ich mich gar nicht mehr bewegt eigentlich, und ich brauchte es eigentlich, und es ist auch sowas von ätzend gewesen für mich, mich nicht bewegen zu können oder nicht allzu viel zu machen. Und ich habe da ein bisschen Kraftübungen gemacht, ein bisschen was von Oberkörper, ein bisschen gedehnt, ein bisschen Stretching und sowas, aber konnte halt nicht viel machen. Und in der Zeit habe ich auch noch mehr gegessen eigentlich als sonst, dadurch Langeweile, einfach hängst rum oder halt machst ein paar Dinge daheim, aber dann hockst du den ganzen Tag daheim und dann isst du halt immer zwischendurch. Das verleitet mich halt immer recht dazu, und zwar immer halt Rohkost und Mono einfach. Aber ich habe mich genauso, beziehungsweise ich habe mehr gegessen als vorher, und in der Zeit habe ich einfach an den Armen ein bisschen abgenommen, der Umfang und so weiter, weil einfach die Muskeln zurückgegangen sind in der Zeit, weil ich sie nicht mehr benutzt habe. Und jetzt nach dem Unfall, ich esse weniger, habe mich wieder bewegt und habe wieder zugenommen einfach. Wo soll es denn dann herkommen? Dabei esse ich im Moment echt sehr wenig. 500 Kalorien, 1000 Kalorien am Tag, weiß nicht, kommt ganz drauf an. Und da, ich meine, wo soll es denn herkommen? Wieso nehme ich denn ab, wenn ich mehr esse und mich nicht mehr bewege? Nur mal so ein kleiner Punkt. Genauso Sven Rohag schreibt es auch. Er hat ein Buch geschrieben, Die Rohkostrevolution. Ist ein ganz gutes zusammengefasstes Werk, finde ich. Du siehst alle Rohkostrichtungen, und er fasst das Ganze gut zusammen, mit vielen Studien, Ärzten und so weiter zusammengearbeitet. Und er hat auch einen Unfall gehabt, hat er gemeint, und er hat keinen Gramm zugenommen in der Zeit, als er einfach nur daheim rumgelegen hat und nichts gemacht hat. Mit Rohkost nimmst du nicht zu. Du kannst Muskeln aufbauen, alles mögliche, aber der Körper baut, wieso soll er Fettreserven anlagern? Wozu? Er braucht es nicht. Und ja, das wollte ich einfach nur mal so anbringen. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt mit Wundheilung oder mit Krankheiten, mit Zunehmen, Abnehmen, mit Bewegung, postet einfach mal unter das Video, schreibt mal eure Erfahrungen einfach unter das Video. Würde mich interessieren, also hinterlasst einen Kommentar drüber, wenn ihr da Erfahrungen eben habt. Und ja, ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.